So. Okay. So, einen schönen guten Morgen für alle, die da sein sollten. Ich möchte heute, ich überlege, ich bin was kreativ heute mal zu frühen Montagmorgen ordnet. Und ja, dann lasst uns mal beginnen. Hier kann ich stoppen. So, dann sehe ich, das brauche ich nicht. So, ich möchte noch ein paar Memory-Textkarten machen heute und mal sehen, was man noch so Kreatives am Tag bringt. Ich habe dir noch einiges an Aufträge. Naja, was heißt Aufträge? Was ich machen muss, ich muss mir aber erstmal meine Big Shot hier herholen zum Durchdrehen für die ganzen Sachen. Ich bin unvorbereitet und da auch gestartet eigentlich wieder. Ich habe meine Maschine. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie was hängt. Nein, ist prima. So, ich habe meine Maschine hierher geholt, mein Schneidegerät von den Memory-Textkarten, meine Stanzen habe ich hier. Und die werde ich aber auf so einem grauen Papier durchdrehen. So ein silbernes Papier habe ich hier. Ich bin hier ein kleines bisschen an der Seite mit. Da seht ihr mich nicht so im Bild. Aber ich muss jetzt erstmal was durch die Maschine drehen. Das war nur meine Maschine, was ihr am Knopf gehört habt. Ich habe diese Schneide durchgeschnitten. Aber die schneidet es manchmal gar nicht richtig durch. Nochmal durchdrehen. Weil manches Material, das ist so labide. Nochmal durchdrehen. Bei mir bewegt sich hier alles, spukt hier im Haus, wie ich mitbekomme. Ja, jetzt hat sie durchgedreht. Die erste Karte. So, muss ich noch meinen Leim herbeiholen und das andere Zeug, was ich so noch brauche. Oh Gott, da fällt wieder alles runter, was ich gestern erledigt habe schon. Weil ich bin nämlich nicht in meiner Hobbykammer und das ist immer ein bisschen schwierig. So, habe ich hier das hier liegen noch. So. Und die Stände werde ich auch gleich nochmal rausholen hier. Ne, die hole ich dann, weil ich einen Stempel brauche. Und ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt an den Start. Ich habe hier ein Motiv mit Holland. Ich
Thema Holland war das. Abzuwerken. Schneiden wir es jetzt immer ein bisschen hier durch. Ich wollte eigentlich eine andere Memory-Textkarte machen. Ich habe noch einen Auftrag für eine Memory-Textkarte zu machen mit Emily Erdbeere. Aber ich habe gerade festgestellt, dass mein stärkeres Druckerpapier alle ist. Und da ich dann später erst einkaufen gehe, habe ich mir jetzt überlegt, dann nehme ich ja das Thema Holland hier auf. Mal sehen, ob die Puppe hier passt, also das Mädchen. Sonst suche ich mir ein anderes Motiv. Ich habe so viele Motive. Auf jeden Fall schneiden wir uns das erstmal hier aus, was? Und ich sehe, diese Kamera ist irgendwie zu weit weg. Das gefällt mir, irgendwie gefällt mir das nicht. Gefällt mir das nicht. Dass es ja so weit weg ist. Aber ihr seht ja das Große, es ist ja wichtiger, das Große. Vielleicht nehme ich das auch gleich für das andere Thema. Ich muss noch für jemanden eine machen. Wir haben auch so ein Swap Buchstaben Karten. Und ja, vielleicht werde ich das dann machen, weil ich das als Thema Buchstabe nehme. Weil ich merke, das ist ganz schön hell. Dort, wo es hin soll, ist es nämlich nicht hell. Eigentlich. Genau so geht's auch. Ich brauche das eigentlich nicht, diese Lampe. So, jetzt schneiden wir uns hier erstmal die kleine Figur hier noch aus. Ich bin immer ein bisschen am Rumdoktern. Vielleicht wäre es auch angebracht, dass ich die eine Kamera hier oben drüber mache und dann runter. Das soll ich dann gleich mal probieren. Oder setze sie noch ein bisschen höher. Mal sehen, ob ich noch was habe. Wo ich das draufsetzen kann. Wie eine kleine Tasse oder so. Ich muss erstmal eine kleine Tasse holen gehen. Vielleicht kommt das dann doch ein bisschen besser vom Platz her. Ich bin mal was am Probieren. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Eimer geholt. Mal sehen, ob ich das noch ein bisschen höher setzen kann, die Kamera. Mal sehen, ob das besser geht.
dass es besser ausschaut. Und dann ein bisschen nach unten. Ja, ich finde, dann seht ihr das besser, was ich mache. Guckt mal an. Ja, das ist doch viel besser. Hm? Dann sieht man das auch, dass ich was am Ausschneiden bin. Oder? Ja. Aber ich bin, das ist immer noch nicht so, dass ich sage, wow. Ich sitze so ungünstig irgendwie. So, damit es so besser geht. Ja, ist doch wieder ein bisschen besser so.
brauchst du jetzt wieder so ein kleines Schneidergerät. Da habe ich zwar das Teil nicht mehr, das mich irgendwo in meiner Hobby komme. Aber es geht auch so. Für die kleinen weißen Teile zum Ausschneiden. Weil es sind Menschen, die lassen das zwar drin, aber ich finde es schöner, wenn das so richtig rausgeschnitten ist. Ich finde, das hat auch schönere Kanten dann. Die Ecken werden dann schöner. So ein bisschen mehr Arbeit. Naja, ich will mich eigentlich nicht, ich mache das eigentlich nicht so gerne in mein Gesicht so. Das fliegt bestimmt auch noch. Ich sehe es noch kommen. Ich sehe das noch kommen. Dass das hier runter. Die Konstruktion runterwedelt. Ja. Oh, das ist ja so. Ich bin aber, ich muss immer am Experimentieren sein hier damit. Weil das ist ja so nicht so prickelnd. Könnte ich das denn mal? Soll ich das hier reinhängen? Ich bin noch mal ein bisschen weiter am Experimentieren. Sorry für das Ungemach, aber das bin ich. Bei mir muss es eigentlich perfekt sein. Wenn das nicht perfekt ist, dann habe ich ein Problem. Dann, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem damit. Mit Arbeiten. So. Genau. Was sagt's denn? Alles bisschen. So. Alles im Weg rumstehen, aber naja.
Weil das Kabel ist so kurz, um das ist nach der anderen Seite zu stellen. Dann läuft mir das, das muss ich mir später mal probieren, weil ich habe so ein Verlängerungskabel, aber das Verlängerungskabel, das arbeitet nicht so sehr mit. Guck mal, das kann man dann schon hier drauf kleben, so. Also wenn das hier ein bisschen überlappt, eigentlich ist das nicht so schlimm. Oder? Ich mache das doch so, also. Dann klebe ich mir aber das Mädchen mit 3T-Pads auf und das klebe ich so auf.
Oh, jetzt habe ich hier auch Scheiße gebaut. Chips. Das war jetzt nicht mit Absicht. Geht doch gerade so gerettet. So. So. Ich habe jetzt die Memory Text Karte auch fertig mit Thema Holland. Da ist hier eine kleine Rentlim so. Das ist meine Memory Text Karte Thema Holland. So. Und jetzt werde ich die andere Memory Text Karte machen mit Thema was sein A, B, C, D, E, F, G mit G von da habe ich mir auch schon ein bisschen was ausgeschnitten gehabt und ausgedruckt gestern. Habe ich mir hier was ausgedruckt? Von Kreis, aber brauche ich erstmal ein bisschen Papier wieder. Ungefähr den Cardstock. Ich möchte da ein bisschen helleren Cardstock haben. Habe ich hier was rosa? Nein, das ist, ich brauche, glaube ich, ich werde das Gelb nehmen. Oder was weiß? Ich muss mir erstmal was Papier rausschneiden aus meinem Memory. Aus meinem Block hier. Das wird eine stärkere. Ich habe hier so Mixed Media Karton. Dann ist die was kompakter. Schneiden uns auch ein Stück raus, dass ich das durchdrehen kann. Obwohl, das ist ein bisschen klein ausgedruckt. Ich habe noch einen Stempel mit Reh von Weintrauben, also von Grabo. Wie heißt man das? Wie heißt das? Getränk Grabo. Ist doch aus Wein gemacht. Oder? Huch. Habe ich hier, dann habe ich hier so ein Stempelset. Da ist Weintrauben drauf, eine Weintraube drauf. Da sind Weintrauben drauf. Lass mal sehen, wo ich wieder habe. Ja. Oder nicht? Das sind die Früchte. Ich muss jetzt mal das, was ich gestern ausgedruckt habe. Dessen gearbeitet habe an der Seite liegen. Das kriegt es dann nicht, dass es mir auf den Boden fällt, runterfällt. Jetzt brauche ich mein anderes Set erstmal. Ich bin gleich wieder bei euch, ich bin ja in der Nähe. Das Stempelset mit Trauben. Mit den Trauben brauche ich.
meine Stempel hier sind gleich noch ein bisschen mit hergebracht. Müssen wir erstmal alles durchschauen. Ich habe hier auch das ganze Stempel-Set liegen, wo ich hier Trauben drin habe. Ich weiß, dass ich das habe. Heute gleich um. Ich brauche es nicht gleich schlecht zu werden. Und jetzt geht das Ding wieder aus. Ach, das geht mir auch so auf den Sack hier. Kann ich das rüberziehen? So. Weintrauben. Ich hab doch Weintrauben. Hab ich gestern doch gehabt. Sonst mache ich was anderes. Ist ja nicht so, dass ich ja keine weiteren Ideen hatte. Ich habe was gefunden. So. Noch ein unbenutztes Stempelset. Dann werde ich nämlich erstmal den Hintergrund gestalten mit diesen Blättern. Kleine Weintrauben drauf machen. Kleine Weintrauben hier drauf machen. Kleine Blätter stempeln. Aber das gefällt mir wieder nicht. Wo habe ich meine Feuchttücher? Und ein Grün werde ich mir gleich mit drüber holen. Jetzt muss ich erstmal sehen, wo mein Grün ist. Welches Grün? Ich brauche ein schönes Grün dafür. Dann werde ich dieses Olive nehmen. Ich habe ja einmal Olive, denke ich, dass es besser ausschaut. So. Und meine Feuchttücher habe ich hier und das brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich erstmal nicht. So. So, werde ich das jetzt nehmen? Werde ich meinen einfachen Hintergrund jetzt gestalten? Jetzt muss ich auch erstmal ein Stück Probe stempeln, weil das auch ein neuer Stempel ist. Ich denke, dass er. Ganz einfach so wild durch die Botanik.
Das ist ja gar nicht so einfach manchmal. Es überlappt zwar hier ein bisschen, aber das ist auch mal egal. Weil da kommt ja sowieso das Motiv gleich drauf. Man kann es auch bloß immer so halb bisschen stempeln. Genau. So, jetzt habe ich dieses Motiv auch fertig. Hier machen wir noch eine kleine Ecke rein. Jetzt habe ich mir meinen Hintergrund gestaltet. Gleich wieder sauber gemacht, das Stempel. Das kann ich das mal trocknen. Gut durchtrocknen. Das Grün, das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht mehr. Das kann ich gleich wieder erstmal wegstellen. Jetzt brauche ich mein Archival-Inkt. Mal sehen, wo das ist. Wo das ist, ich weiß, wo das ist, aber ob das arbeitet. Und dann brauche ich nochmal dieses Blatt Papier. Wo ist wieder mein Block? Wo ist mein Block? Wo habe ich meinen Block? Leute, mein Block ist gerade weg. Ach, da liegt vor mir. Dann muss ich nochmal was rausnehmen hier. Das eine Stück Farbstück. So. Ich hoffe, dass dieses jetzt wieder ordentlich stempelt. Dass es gut annimmt. Ich habe noch einen anderen Acrylblock. Der ist ein bisschen breiter. Ich denke mal, dass das ja, das wird besser. So. Das machen wir uns hier weg. Das braucht man nicht, das ist irritant. Es wird zwar ausgeschnitten dann gleich die Motive, das Motiv, aber wenn man es vermeiden kann, kann man ja das auch so machen. Ich versuche jetzt mit diesem Archival-Ink erstmal. Weil ich habe gestern gemerkt, dass das Memento ganz schön am Ausfärben ist, wenn man das auszeichnet mit Wasserfarbe, Aquarellfarbe. Schaut, glaube ich, auch mal ganz gut aus. Ich hoffe, dass das auch gut abdruckt. Na, in der Mitte wieder nicht. Aber wir haben ja noch einen Versuch. Ne? Ist ja nicht so, dass das Papier hier alle haben. Obwohl, das ist eigentlich ganz gut in der Mitte gewesen. Ich habe aber auch keine Lust, die Stempelhilfe wieder zu nehmen. Weil so ideal ist die auch nicht.
Weil mein Mikrofon, das liegt ja nämlich neben mir. Ja, ich denke, so kann ich diesen Druck lassen. Genau, ich lasse diesen Druck so. Gleich wieder sauber machen. Das übernimmt nämlich auch die Oberflächenspannung ein bisschen ab. Hört ihr, wie das quietscht? Zu neu sind die noch. Ich versuche noch mal einen Abdruck. Vielleicht nimmt sich jetzt die Farbe besser an. Das kann, also, es sieht besser aus. Ich glaube, es sieht jetzt besser aus sogar. Vielleicht muss man auch die vorher abmachen. Die erste Schicht von diesem Silikon. Ja, die sieht besser aus, genau. Genau. Ich glaube, desto mehr man die Stempel benutzt, desto besser gehen die dann auch ab. Geht es dann auch ab. Wieder hier draufkleben. Oh, wie ist die falsche Seite? Ich wieder erst. Ich erst wieder raus. Genau, so. So. Jetzt packe ich mir meine Aquarellfarbe. Meine Wasserstiftfarbe. Sind die nur wieder? Besteht denn nur wieder? Ach, die liegen schon in den Leute, das ist was mit mir. Dieses Motiv nehme ich hier. Auf jeden Fall brauche ich da ein Grün. Ein Grün. Und dieses lila Blau. Und dann so einen komischen Wassertankpinsel. Es ist zwar nicht da. Es ist zwar nicht mein Lieblingswassertankpinsel, aber. Muss ich das mal auffüllen. Ich bin gleich wieder da. Ich versuche das jetzt mit meinem Wassertankpinsel hier ein bisschen heller zu machen, die Farbe immer aufzutragen. Mal sehen, ob das so geht, wie ich das möchte.
Schmeiß mir das hier dann so grob aus, ne? Sonst mache ich auch die Aquarellfarbe auf. Auf einen Acrylblock. Aber ich denke, dass dieses Papier die Kraft hat. Ich muss erst mal sehen, wie das hier, ob hier was rauskommt bei dieser Billigmarke. So, ich fühle hier nichts. Jetzt kommt alles hier unten raus. Aber dort, was rauskommt soll, kommt nichts. Na, mal sehen, okay. Na doch. Es nimmt doch ein bisschen Farbe rüber. Hier muss auch noch ein bisschen Grün rein. Also ich merke, dass es färbt es nicht gut ab. Diese Pinsel sind nichts. Das sind billige Brushpinsel von der, naja, sag jetzt mal kein Name. Weil die erste Serie war besser, was sie hatten. Ich musste sehr viel Kraft hier aufwenden, um eine schöne Koloration hinzubekommen. So. Ich habe hier meinen Acrylblock ein bisschen lila Farbe gemacht.
So, und jetzt brauche ich noch ein bisschen grau. Nein. Sind die so bräunlich? Ich werde so einen kleinen grauen Ton noch mit runterziehen. Aber den verdünne ich nicht. Dann lasse ich nochmal die Stiele. Wenn ich das jetzt ausschneide, da muss ich sowieso ganz, ganz schön vorsichtig machen, dass ich das nicht zerschneide mit meinem kleinen Messer. Das werde ich auch gleich als erstes machen, bevor ich das Grobe ausschneide. Versuchen die Blätter was das bisschen gut rauszubekommen. Ohne dass ich das zerschneide. Ich denke mal nicht, dass es gut kommt. Das ist mir zu fein. Die Stiele ein bisschen breit zu lassen. Ja. Das ist der Nachteil, wenn ihr hier hängt. Das ist der Nachteil, wenn ihr hier hängt. Ja. Was seid ihr jetzt genau? Seht ihr, was ist passiert?
Was mir nicht passieren sollte, das kleine Blatt ist abgegangen, was ich vorhin vermeiden wollte. Das mache ich das einfach hier auch ab. Wer den Stempel nicht kennt, der weiß nie, wo was ist. Genau, so. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Ecke. Ich habe hier noch eine kleine Ecke. Genau, so. Jetzt habe ich die kleine Ecke hier auch ausgeschnitten. Mit Hängen und Würschen, hätte ich beinahe gesagt. So. Dann schneiden wir das hier aus. Suche ich mir mein Glück mit den kleinen Trauben hier.
So. Ich habe das Motiv jetzt gleich ausgeschnitten. Meine Weintraubenrebe. Dann können wir das aufkleben. Und dann habe ich noch extra als Dekoration extra Wein. Mal das möchte ich hier drauf kleben. So. Das kommt so drauf. Schneide ich mir hier noch ein Stück ab. Ich habe nämlich hier noch einen Stempel drin, wo ich hier ausstanzen kann, so extra Wein. Da ohne alles ist. Wo ich so ein Schneider-Dings dabei habe. Oh, das wäre ja natürlich auch genial. Das wäre ja natürlich auch genial. Wenn ich hier so eine Rebe hier oben drauf mache. Aber ich wollte dieses hier unten hinlegen, hinein. Diesen Wein hier unten hin machen. So unten hier als Dekoration. Das hier so. Na, das wäre ja natürlich genial, diese hängende Weintraube hier. Diese Rebe. Kann ich natürlich auch machen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Eine super gute Idee ist das. Ich möchte erstmal hier das bisschen das Fett wieder abrunden von dieser. Dass ich das gut aufstempeln kann hier. Genial.
brauche ich noch mal meine Farbe. Die habe ich schon weggeräumt. Aber ich habe sie hier. Das wird nicht so das Braun. Ich stehe dann nämlich nicht. Mein Acrylblock, den habe ich hier liegen. Der macht zu viel Wasser. So, jetzt haben wir nochmal von dieser Friemelarbeit. Und das ist noch nicht kurz trocken. Das muss ich im Augenblick liegen lassen. Das ist noch nicht ganz durchgetrocknet, die eine Seite hier. Seht ihr das? Hier ist noch ein kleiner Wassertropfen drauf. Ja, ist ein kleiner Wassertropfen beigewischt. Aber vielleicht kann ich das mit dem Stift noch mal ein bisschen ausbalancieren, ja. Genau, jetzt kommt nämlich die Farbe besser zur Geltung. Schneide ich erstmal das Grobe weg.
Genau, und da kommt das ja so rein hier. Das klebe ich hier drauf. Das runterhängen. Das mache ich mit 3D. Wo habe ich jetzt wieder meine 3D? Ich habe sie gefunden. Mein 3D-Klebepads. Ich hasse das. Die Hunde draußen und kläffen. Ja, nee, wir haben so auch einen Hund. Und der schläft. Und ich denke jedes Mal, dass unsere Lust weich macht. So. So, und dann habe ich wieder einen Memory-Text fertig. Thema Weiden, also von Krabber. Jetzt habe ich noch alles so Schönes hier rumliegen. Draußen geht's um. So, immer noch ein paar Karten machen. Ein bisschen Cardstock holen hier. Thank you.
eine Lachsfarbe. Was ist das? So, jetzt brauche ich mein Hintergrundpapier. Ich habe mir ein Black im Motor von oben mit runtergeholt. Hier in meinen Arsch. Nee. Ich habe hier ein bisschen Hintergrundpapier mir mitgebracht vorhin. Mal sehen, was ich da passendes habe. Ich habe hier was rosa. Das sind alles so ältere Bestände. Ich habe noch jede Menge, noch viel, viel mehr unten. Aber das sind erstmal die, wo ich sage, hier ist bestimmt was rosa-rotes mit drin. Oder in diesem Block. Aber ich probiere erstmal dieses hier. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Das könnte man nehmen. Man könnte natürlich, das ist mir zu bunt, das Hintergrundpapier. Dieses geht natürlich hoch. Und mit diesem hätte man schon eine Karte fertig. Bräuchte man bloß noch einen kleinen Schmetterling drauf zu kleben. Das ging ja natürlich auch. Da bräuchte man nicht mehr viel vom Motiv her machen. Die gab es vor Jahren mal bei der Action. Hier irgendwie sowas noch drin, aber dieses ist schon, das ist schon ein bisschen dünneres Papier. Nee. Könnte man diese Punkte, man könnte, man, das ist eine Spielerei jetzt, ne? Spielerei jetzt hier und es wird jetzt Spielerei. Und so. Gar nicht so einfach mit diesem Papier. Ich denke, ich werde das so machen. Dann habe ich hier ein bisschen weg. Das ist erstmal egal. Jetzt brauche ich mein Schneidbrett wieder. Das steht in einer ganz anderen Richtung. Das wie es soll. Und wo? Genau. Genau. Das war hier. Achtung, ich sag's gleich quietschige vor. Zentimeter. Oh. Ich möchte dieses aber haben. Zehn Zentimeter. Sind das 10 cm? Das kommt mir so krumm und schief vor. Ja, das sind schon, das sind 10 cm. Dann kommt das hier oben weg.
2, 14. 5. Und 14,5. Genau. Dann habe ich das so. Und da war mein. Und da war es alle. Dann müssen wir eben mit was Leim weitermachen. Da haben wir auch nicht mehr. Bei mir streikt alles heute. Muss ich doch Leim nehmen. Ich wollte es vermeiden, mit Leim zu arbeiten, aber ja, das ist immer die andere. Bin ich jetzt mal überlegen, was ich da für ein Motiv drauf mache, weil das ist ja eigentlich schon so viel Struktur darauf, dass man eigentlich gar nichts mehr drauf machen braucht weiter. Ich muss mir erstmal ein Motiv hier suchen. Ich muss das hier erstmal gut drauf kleben. Das klebt nicht, wie ich möchte. Jetzt. So, mal sehen, was ich für einen schönen Stempel noch habe. Ein schönes Stempelmotiv drauf, nur aus Sticker. Was habe ich hier für Sticker mit Buchstaben? Nee. Die brauchen wir später. Die Buchstaben sind dort. Best Friend. Nichts mit Best Friend. Man könnte ja auch einfach nur ein Schmetterling draufkleben. Könnt ihr auch einfach nur ein Schmetterling ausstanzen und hier noch ein Schmetterling draufkleben. Weil Schmetterlinge gehen immer. Schmetterlinge gehen immer. Ach komm her. Genau, das ist so zwar. Und die Dings ist so ein Schmetterling hier rein. Da hier
oben, dass er so wegfliegt. Ich werde diesen Schmetterling, wenn ich das Schmetterling jetzt nehme hier. Da ist zwar kein Stempel dafür da, leider. Aber hilft ja nichts. Wir haben ein schönes Papier. Vielleicht glückt es, dass es mir Papier irgendwie. Von diesem Rosa. Ich habe hier auch noch Pastell. Ich habe ja hier so einen Pastellton. Vielleicht kann ich da diesen so einen bunten Pastell. Von allen Farben drin, was eigentlich sehr schön aussieht, finde ich. Muss ich erst mal sehen, wie ich diesen drauf mache hier. Diese Konstruktion. So. Dass es so gut durchdreht. Ich hoffe, den hat sie jetzt durchgeschnitten. Ja. Jetzt hat mein Schmetterling durchgeschnitten. Sind doch alle Punkte rausgekommen. Das ist ja super. Klebe ich den einfach hier so drauf. Genau. Ja. So wegfliegen ist das was. Und ich lasse ihn auch einfach so fliegen. Dann nehme ich ein 3D-Pad und klebe dem so ein 3D-Sticker nur hier drauf. So sieht es aus, als würde er wegfliegen. So schaut die Karte bis jetzt aus. Und hier versuche ich jetzt noch einen kleinen Spruch reinzumachen. Vielleicht werde ich ihn auch so reinstempeln, diesen Spruch. Muss ich erstmal schauen, wo ich was habe. Vielleicht nehme ich da auch so, einfach nur ins Sticker. So was wie Sticker schon hier habe mit was sprichmäßig drauf. Die anderen Sticker habe ich eigentlich alle oben. Weil das waren nicht die. Sinn und Zweck der Sache. Ich habe so auch nicht so. Das ist wieder so ober.
Missing you. How deep is love? Oh, miss you. Missing you. Missing you kann man auch abklemmen. Forever. Genau. Ich habe hier einen Sticker, der eigentlich passt für Mystisch oder so. Weil die Karte ist ja mit diesem Schmetterling eigentlich ein Allrounder, haben wir ja für jetzt einfach hier Mission draufgeschrieben, wie für Hunde vermissen. Aber ich sehe, dass das irgendwie hier schief geklebt ist. Ich habe so gerade geschaut. So, da habe ich die Karte auch wieder fertig. War ein kurzer Stream von 1,5 Stunden. Auf jeden Fall, ich bedanke mich für diejenigen, die zugeschaut haben. Ich denke, dass ich das jetzt für jeden Tag mal mache. 1,5 Stunden, 2 Stunden beinahe. Oder mal sehen, wie ich lustig bin. Auf jeden Fall, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Evelyn. Ich muss ja erstmal das hier weg. Ich weiß nicht, kann man jemanden raiden? Nee, ich tue ja niemanden raiden mit einer Person, da tue ich nie.